Jo, liebe Leute, weiter geht's mit Pokémon Schild. Wir machen heute weiter mit der Route 5, würde ich sagen. Und wir werden uns hier unser nächstes Teammitglied fangen. Aber erstmal möchte dieses Kamerateam gegen uns kämpfen. So, in der letzten Folge haben wir tatsächlich unseren ersten Orden errungen. Das war mehr oder weniger kein Problem. Aber jetzt wird es einfach schwieriger. Er fängt an mit Iguana und Klick. Beide Pokémon aus Generation 5, glaube ich, wenn ich richtig im Kopf habe. Klick über sofort weg. Und ich gehe uns selber bei auf Iguana. Oder? Ja. Da den Klick hätte ich vielleicht schon Zeit gehabt oder sowas. Ist jetzt auch eine Runde rausgezögert, aber. Alles gut. Dann nehmen wir dieses Iguana hier mal mit. Ich hab's vergangen. Doppelkick könnte effektiv sein. Ich glaube, das hat dann Typ normal drin. Ja. Hat es. Und damit ist auch dieser Doppelkampf relativ simpel entschieden. Hier gibt es wieder viele Trainer auf jeden Fall, die wir besiegen müssen, wollen. Wie gesagt, unser nächstes Teammitglied. Ich gucke gerade, ob ich es hier auf Anhieb gerade finde. Nein. Das heißt, wir gehen hier diesen kleinen Abstecher machen. Hier gibt es auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wo es ist gerade. Halb, ne? Da war irgendwas gerade. Kerada. Ne, der Kerada ist es nicht. Weiter wegen von Sensen. Auf der Route 1 gefunden. Typ Käfer Psycho. Und aber kein Problem. Also, da wird wieder weh. Gerne. So. Ilursi. Okay. So, Carlos. Hier zu finden. Was müsste aber eigentlich hier zu finden sein? Du hast doch wieder hinterher zurück. Oh, Alter, wir laufen wie ein Pokémon hinterher. Und ein Parfi. Die Fee. Brauchen wir mit. Geh mal raus. Das müsste eigentlich hier zu finden sein. What? Hier kommst du gar nicht mehr durch, hier stehen sie alle und warten nur. Dicke Fehler. So. Ah, die Frage ist jetzt hier, um aufzutauchen. Aber ich muss jetzt gerade mal. Wo ist denn mein Spielberater an Bord? Weil da muss ich es irgendwo stehen, wenn es jetzt finden ist. Tipp. Ich muss gerade etwas durchgucken. Route 5. Ja, gibt es auf jeden Fall hier. Es taucht auf jeden Fall morgen gerade auch mit diesen Ausrufezeichen. So, ein Knappel. Und ja, es ist uns unser nächstes Teammitglied. Nur so nebenbei ist ein Pflanze-Drachen-Pokémon. Also, ich probiere es einfach mal aus. Hab's. Das taucht. Warum nicht, ne? So. Ich greife jetzt nicht mit. Aber das könnte tatsächlich nicht. Versuchen wir, so fangen kann schon. Jo, wir haben's. Teammitglied Nummer 4. Knappel. Ja,
Die sind vom Typ Pflanze Drache. Und ja, ist wieder ein neues Pokémon aus der Gala-Region und das nehmen wir auf jeden Fall, wie gesagt, mit ins Team. Ich gucke gerade, ob ich die Möglichkeit habe, ein paar Das Zauberrad kannst du nicht lernen, okay? Ich dachte, was ist das für ein Pflanzen-Pokémon? Aber gut, es ist wahrscheinlich eher auf Typ Drache gehen. Aber wir trotzdem versuchen, mit. Was haben wir denn für Attacken? Panzerschutz und der Stauern. Ah, okay. Jetzt muss er ein bisschen was lernen. Okay. Das heißt, wir werden es noch nicht brauchen können. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Training. Aber ich denke, es wird durchaus machbar sein. Und du hast sogar eins. Okay, dann gehen wir mal drauf. Du hast auch eins in der Klappe. Level 20 hast du. Na gut, klar. Neutral jetzt, ne? Die Trolladung. Hier weiter drauf. Und tschüss. Wie gesagt, Route 5 machen wir heute. Also bis zum ersten Teil. Es ist viel. Die Route 5 ist lang. Wird einiges passieren. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. So, dann haben wir scheinbar auch hier alle Trainer. Hilfe. Also ist die Pokémon vom Typ normal und im Kampf. Da oben ist noch ein Item. Zwei Riesenpilze. Gut. Dann sind wir hier unten mit dem Teil fertig und wir gehen dann mal hoch. Ein Pikachu. Ja, gut, okay, das bringt jetzt nichts. Kriegt uns zwar verliebt, aber das Pokémon ist down. Du hast Probeile als nächstes. Ist sie weiter mit dem Probeil? Das wir ja in der Arena kennengelernt haben. Aber es war nicht ganz schnell. Das müsste dein letztes gewesen sein. Das ist unser Trainer. Da oben haben wir noch einer. Ne, ist kein Trainer. Ist nur vom Pokémon heute. Okay, dann haben wir soweit alle Trainer. Das sind insgesamt hier unten vier. Dann geht es noch zwei weiter über die. Okay, das kriegen wir hin. Die Route 50 ist, geht eigentlich von der Länge her. Da ist viel los, aber das machen wir auf jeden Fall hier. Ich habe nämlich hier noch den beiden Pirater liegen, also die von Pokémon Schild und Schwert. Also gibt dann halt noch mehr, die ich euch mitgeben kann. Welche Pokémon, die man jetzt findet, auf der Pikachu, dann die Lösung trifft dort Flauschling auf Schwert, Parfi auf Schild, wohin genau, und Renta auf Schwert. Das ist das hohe Gras und im hohen Gras versteckt ist mit dem Ausrufezeichen Gerada Lombrero auf Schild, Blanas auf Schwert, Vinkala und eben Knappel. Genau, so Psiau, Flauschling auf Schwert und Pavi auf Schild und Araqua. Ist ein Käferwasser-Pokémon. Sehe ich gerade. Aber sehr selten. Oder selten. Also es ist nicht das Pokémon, was ich jetzt im Team haben möchte. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich jetzt nicht überlegt, gerade ob ich das nicht nehme, aber ich werde es nicht nehmen. Ich werde ein anderes Pokémon nehmen.
Wir werden jetzt gleich das eben noch holen. Allerdings nur vorübergehend. Hier geht's um die Items. In Pokémon Hort könnt ihr euch noch ein Toxel fangen, ein Pokémon vom Typ Elektro und Gift. Da wir beide Typen schon abgedeckt haben, braucht man es nicht. Aber falls ihr ein Pokémon braucht, von den jeweils diesen Typen, nehmt es euch mit ins Team. Ich habe privat schon mal gespielt, das ist nicht schlecht. So, und es ist weg. So. Und Wobbel. Ja, das ist noch ein bisschen, okay. Dann wird es Klappe wahrscheinlich ein bisschen leveln. So, Nitro-Ladung. So, auch du bist besiegt, wunderbar. Und du willst das abgeben, oder? Abbrechen, nein. Möchte ich gerade nicht. Ich habe 43.000 mittlerweile schon. Oh, du bist das genau. Ist das ein Toxel? Ja, ein Toxel. Ich habe einen eingefunden und bin damit rumgelaufen. Jetzt ist auch aus deinem Toxel geschlüpft. Hier möchte ich, dass du das trainierst. Das ist ein schockierend putziges Pokémon. Er hat aber nicht mit dem Ziel nehmen, wie gesagt. Bis bald. Nicht. Wir nehmen uns aber tatsächlich gerne den Eintrag mit. So. Das kannst du auch noch haben. Bist du ein Pokémon, kannst du dein Training damit beschleunigen. 5 XP, EP Bonus XS. Okay. Ja. Ist es möglich, wenn man dann. EP, wenn wir Kämpfer mitstreiten. Oder Raids mitstreiten, das kriegen wir die auch noch, die Items auch nicht. Oh, das hat sich auch voll gelohnt. Scheinbar nehmen wir das jetzt gerade mal das Toxel raus. Es ist weiblich, Level 1 brauche ich aber nicht jetzt gerade. So, weil ich. Brauche es nicht wirklich. Ich habe beide Typen im Team. Und ich muss es nicht unbedingt haben. Und hier treffen wir zwei Leute. Ja, die wir auch das öfteres Mal schon kennengelernt haben. Unter anderem, bevor wir die Arena schon schauen könnten, haben wir eigentlich gekämpft. Zwei Heidis vom Team Yell. Das ist das sogenannte böse Team hier in dieser Region. Hey, du da. Wir wollen über die Brücke. Haben ja keinen Bock zu latschen. Lass mal dein Fahrrad drüber wechseln und zwar Dali. Mit dem Fahrrad können wir den anderen Arena-Challenger prima den Weg abschneiden. Dann heißt es, ihr könnt nach Hause fahren, ihr könnt nach Hause fahren. Ja. Das ist doch Wahnsinn. Ihr habt noch nicht mal einen Rotraum, um das Fahrrad in Betrieb nehmen zu können. Hilfe, die wollen mein Fahrrad klauen. Bitte, du musst etwas gegen die fiesen Liebe unternehmen. Verpasst ihn an der Abreibung. Ja, gerne. Klar, geh rein. Klaut? Mit dem was von Klauen gesagt. Und ich das Rotbus Borg, damit ein paar Arena-Challenger um sich herauszuschleichen und sie viel zu erschöpft zu kämpfen sind. Also kriegst du das erstmal in einem Kampf ordentlich auf die 12. Los geht's. Ja. So. Zickzacks. Ja gut, für Kikalo ist das große Problem. Das Pokémon ist vom Typ und nicht normal. Ja, ich hab mal zweit gedrückt. Ich wollte eigentlich noch doppelt klären, weil dann wäre es nicht so weg gewesen. So. Und du hast noch ein Downhooks. Bitte weiß ich, was du hast. So, dann haben wir das. Ah, es reicht nicht ganz. Leider nicht. Schade. Gaudes ist immer die weiter weg, und ich bin ein kleines Fuchs, den man da erstmal bekommt. So ein Typ Unlicht. Ja. Ja, reiner Typ Unlicht.
mit dem Loot. Reicht das? Und Level 19 wird ein Apfel. Okay, das war jetzt nicht so geplant, wie ich das wollte. Nein, 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 nein. Ja, hab ich. Okay, gut. Ja, aber es klappt, wenn irgendwie mal was gelernt hat, was Brauchbares, dauert alles noch ein bisschen. So, der zweite möchte auch noch kämpfen. Der möchte auch noch eine Abreibung verpasst bekommen. Das ist gut. Richtig. Und dazu Bier ist. Da kommen wir mit Kampfattack nicht an, weil dieses Pokémon von dem irgendwie Geist ist. Also nur schwach gegen Käfer-Pokémon, ne? Und da haben wir noch kein Team. Noch nicht. Aber das ist noch ein kleiner Moment. Also. Aber. So, fehlen noch zwei Teamleader. Das dauert auch noch ein bisschen, bis was irgendwie mal. Ja doch, das dauert noch ein bisschen, bis was wir irgendwie mal auf die Reihe bekommen. Was geht eigentlich? Direkt nach dem nächsten Orden schon. Sehe ich gerade. Direkt nach dem nächsten Orden bekommen was. Ja, das ist gut, dass wir es bekommen. Es ist nicht einfach zu fangen, aber wie gesagt, das kommen wir zum richtigen Zeitpunkt dafür. So, die zwei haben wir besiegt auf jeden Fall. Warum ist das der Wahnsinn? Wenn sich da ein Pokédex, dann kann Rotom ja auch nicht weit sein. Weißt du was? Bevor diese Typen von dem Jell hier wieder aufkreuzen mit meinem Rad klauen, ja, dann check ich sie einfach dir. Für Rotom gibt es natürlich Tolleres als Motoren. Deshalb schlüpfen sie gerne in allerlei Geräte, die einen Motor haben. Das hat mich auf eine Idee gebracht. Was? Wenn ich mein Fahrrad mit der Motor ausstatte? Sieht ja, es wird sofort hineingestüpft. Verstehe. Sie sieht auch ziemlich skeptisch aus. Aber kein Problem. Mach da einfach mal eine Probefahrt. Ich wünsche dir deinem Rotom viel Spaß mit dem neuen Fahrrad. Worauf wartest du noch? Steig schon auf. Rotom kann sicher kaum erwarten. So. Gut, dann kommen wir jetzt über diese Brücke hier und den restlichen Teil von Route 5 angehen. Und da unten ist ja wieder Tutsmode. Nee, Claw City heißt die Stadt. Diesen Bereich hier, der unten gerade angezeigt wurde in der Naturzone, da kommen wir noch wieder. Oh, hopp, möchte kämpfen. Hey, da bist du ja. Ich bin der und du musst gegen mich kämpfen. Nur so als Vorwarnung. Guck, machen wir das doch. Ha, das ist auch so die Lust auf einen Kampf. Okay, jetzt wo wir weiter in den Pflanzenorden haben, sind wir keine Anfänger mehr. Dann erzählst du uns also mal, dass wir beim Training auch einen Gang höher schalten. Ja, was ist denn bekommen mit dem Fahrrad? Den Timer noch der Route. So, er fängt mit Volley an. Drei Pokémon hast du. Danke nochmal drauf auf den Doppelkick. Und jetzt hat er noch zwei. Wahnsinn, dass die Wechselwirkung zwischen den Typen hier schon total verinnerlicht. Das sagst du übrigens in jedem Kampf. So, du hast gerade Witz am Fixen. So, aber ja klar, dass du das gelingt. Und hier wechseln dann auf Voldy. Klar, Elektro-Pokémon ist gegen Flug-Pokémon äußerst effektiv. Das sollte kein Problem sein. Das sollte nachher mit 22 erreichen, also was sich auch bald entwickeln. Da drauf mit Funkensprung. Und dieser macht sich wirklich viel. Also Furienschlag, ja, zieht ein bisschen was an, aber nicht so besonders viel. Wollen die auch weg? Ach Gott, zurück. Schock. Cool. So, hier. Moment, gibt Schock. 65. Ich nehme trotzdem mal Rauchwolke raus. Ich glaube, ich bin hier nur so Fan von wirklich von Angriffsattacken.
So, Chipsticks. Das ist ein Pflanzenstarter. Geh weiter, bitte. So. Dann gehen wir weiter mit Nitro-Ladung. Sollte er hier. Ja, ich wollte gerade sagen, ich sollte es überleben. Doppelschlag. Ich wollte nur. Das ist gerade. Das ist super Tag geil. Das ist auch gar nicht mal so schlecht, die Zeit, dass ich da nochmal pushe. Ja, gut, dann mit dem Volltreffer. Nee, ich fass auch nicht mit dem Volltreffer. 25 für Kikalo. Ja, und Hopp ist besiegt, also dann hat er nicht viel gehabt. Ja, hat er ja nicht viel Besonderes. Ja, du bist immer besser, aber ich lasse dich locker und trainiere weiter. Und weiterer. Wir kriegen ja weiter Beleber. Brauchen wir gar keine mehr kaufen. Wir kriegen sie ja eh alle mittlerweile noch zugeschissen. So, weiter im Programm. Als nächstes kämpfe ich mir Kate vor, die Wasserarena leiterin. Ja gut, mit deinem Pflanzenstarter solltest du durchaus Chancen haben und wir haben ja auch mittlerweile Pflanzen-Pokémon im Team. Was allerdings noch ein bisschen trainiert werden muss, wird. Jetzt mache ich mal offscreen noch Raids, dass ich das mal leveln kann. Oh, guck mal, Tobi fliegt vorbei. So, und hier müssen noch zwei Trainer sein, wenn ich es richtig sehe. Ja, zwei Stück sind das noch. Und dann sind wir schon mit der Route 5 durch. Und du hast die Kikugi, die Pflanze, also kein Problem eigentlich. Gut. Nicht wirklich. So. Oh, du hast noch einen Flektor, ey. Weil ich. Mal wollen die einsetzen. So, wieder diese Bergtür. Die ganze volle Sekunde. Da haben wir auch schon ein bisschen was getan. Boah. Das meine ich. Das Pokémon meinte ich ja mit dem. Entwickelt sich auch die Freundschaft, also voll des Ball ist für das Pokémon eigentlich sehr gut geeignet, falls ihr euch damit sonst fangen wollt. So, tschüss, Flecktoll. Und damit ist die Züchterin auch besiegt. Drei Kapseln Spezial angefangen, dahinter ist der letzte Trainer und dann sind wir durch mit der Route 5. So. Jetzt muss ich weiter. Ich lasse mir bei der Arbeit Käfer mit Pokémon helfen. Ja, würde ich auch gerne tun, wenn ich ehrlich bin. So. Und du hast da Gliebunkel. Auch da war ich am Überlegen, ob ich das mal ziehen soll. Kampf und Gift. Und die Risse schon mal erledigt mit einer Attacke. Seine weiterentwickelte Form hat auf jeden Fall ein bisschen was drauf. Wir haben glaube ich auch noch. So, dann sind wir durch. Route 5 ist abgearbeitet. Bevor wir hier durch diesen Tunnel gehen, würde ich sagen, aber Feierabend, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Pokémon Shield. Und dann habe ich markiert. Und dann könnte es sogar so einfach so, dass wir schon dann die nächsten Orten uns ergattern. Ja. Ich würde sagen, schönen Tag noch. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin und tschüss.